Herzlich willkommen zu Let's Play Genshin Impact. Ich wollte gerade sagen, Let's Play geht WoW, aber stimmt ja nicht. Was haben wir denn jetzt hier? So. Ja gut, dann machen wir das mal. Okay. Schwarze Quaste. Und da haben wir eine neue. Und sogar noch einen Bogen. Noch ein Schwert. Okay. Noel verwendet Waffe Zweihänder. Eine verlässliche Magd des Ordo Favonius. Eines Tages gerne ein richtiger Ritter werden will. Nun gut denn. Gut, dann werden wir mal kurz mit einem reden. Everyone in Mondstadt is still getting blown about by the storm. Every second we waste is a mark against the name of Favonius. Let's get in that temple, stat. Okay. Oh Gott, ich muss mal klarkommen hier. Was hat sie denn hier? Ein bisschen usefuler ist. Waffe wechseln. Dann kann man am Anfang erstmal auf Stärke an. Habe ich da jetzt irgendwas? Da habe ich noch nicht tatsächlich. Dann erstmal Best Luck, ne? Haben wir noch was? Sorry, komplett egal. Dann wollen wir da mal reingehen. Tief im Tempel des Falken. Let's go. Beten wir es fürs Beste, ne? Ja, was kann man zu Genshin Lore sagen, ne? You can use that console to open the door. Ha! Wow, I can see so far into the temple. Ja, das weiß ich.
Man kann mit Flammen solche Dinger zerstören. Durchbekommen. Okay. Monster mit Herzschwert. Okay. Ja, sorry, die Fähigkeit sehen wir mal anders. Ja, ist halt ein Dungeon, ne? Machen wir nochmal eine Kiste nehmen. We've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change, so too should our tactics. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the four winds we were discussing earlier? If you want to learn more about our history, you can ask Lisa.
I'm not saying I don't know our history. It's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider. She's stupid. Right? So, jetzt lesen wir kurz noch die Dinger vor. Wir fangen von unten an. Schilder. Okay. Schutzschilder erhalten Schaden von einer Figur. Schutzschilder halten von einer Figur Schaden ab. Bei zu viel Schaden jedoch bricht das Schild irgendwann. Okay. Verwende eine Spezialfähigkeit an. Dabei wird die gesamte elementare Energie der Figur verbraucht. Wehr Angriffe mit Hilfe eines Dendro-Holzschildes ab. Wenn man den Schild nur irgendwie entflammen könnte. Achso, das hat zwei. Ja. Ja. Was haben wir jetzt hier? Probelauf. Also war. Ich bin auf Patrouille. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube, dass ich dich bisher noch nicht in der Stadt gesehen habe. Natürlich, ich bin ein Elite-Ritter, der die Firma wichtige Aufgabe eingesetzt und selten in der Stadt, da wir gerade von der Stadt sprechen, reisen. Hast du vielleicht ein Mädchen namens Glory gesehen? Glory ist meine Geliebte. Sie mag es, auf der Bank zu sitzen. Den Wind zu lauschen. Falls du ihr begegnest, könntest du ihr... Aber ich muss dich nicht noch mehr hineinziehen. Okay. Kurz. Kann ich irgendwie helfen? Ja. Über diese Patrouille. Bis jetzt habe ich einige Hülle, Schul und Schleime beseitigt, aber es gibt immer noch mehr von ihnen. Sind in letzter Zeit häufig aufgetaucht. Ich kann es nicht erlauben, näher an Monster zu kommen. Meine geliebte Glory ist... Nein, es ist... Nein, es ist nichts. Danke, dass du mir zugehört hast. Sichere Reise. Hier hast du ein bisschen von der Erfahrung, die ich in der Wildnis gesammelt habe. Ich hoffe, es wird dir ein Nutzen sein. Okay. Unter einem fremden Himmel stehend, der Hüter stirbt und der Schaffer ist noch nicht geboren. Doch die Welt wird nicht mehr brennen, da du Göttlichkeit erlangen wirst. The Love of God, what? Unter einem freien Himmel steht ein junges Geschwisterpaar. Sand, ihr seid Zwillinge auf der Durchreise. Es war ein langer Tag und ihr seid erschöpft. Nach dem Durchqueren der vielen Welten. Du hoffst, dass du in der neuen angekommenen Welt namens Tevat glücklich sein wirst. Jedoch hat sich viel verändert, als ihr von dem Meteoriten gestiegen seid. Alles scheint einer großen Katastrophe gleich. Ihr wollt weiterreisen in die nächste Welt, aber nun sperrt euch eine schwebende Gottheit in den Weg. Blickt auf euch hinab. Plötzlich streckt sie ihre Hand aus und nimmt von dir den einzigsten Blutverwandten, den du noch hast. Du fällst in einen komatösen Schlaf voller Albträume. Als du wieder aufwachst, hat sich die Landschaft verändert. Nichts davon sieht aus, als hättest du es je gesehen. Wie viele Jahre hast du geschlafen? Es ist nichts gewiss. Du weißt nur eins, du musst dich aufmachen, die Gottheit zu finden, der du diesen Albtraum zu verdanken hast. Goddammit. Was denn noch? Ach, hier auch noch. Okay.
Hochstufen, ne? Nee, das hier meinte. Okay.